Hallo there! Herzlich willkommen zum 39. Teil meines LEGO Cores and Mocks. Letzte Woche haben wir ja die Fassade um 4 cm erhöht. Nun, zuerst werde ich diese fertigstellen. Eben, ich habe ja gesagt, da kommen noch Rohre hin. Diese habe ich jetzt gebaut. Sie sehen folgendermaßen aus. Also eigentlich eine ganz simple Konstruktion. Aber es verbessert natürlich das Gesamtbild drastisch. Und wie bereits schon letzte Woche gesagt, ich bin ein Riesenfan von diesen goldenen Streifen/Ringen am Ende der Rohre. Das ist einfach dieses kleine Detail, das sonst so oft fehlt. Aber ich wollte das nur kurz ansprechen, um diese Erhöhung der Fassade abzuschließen. Ab jetzt werden wir uns mit dem neuen Modul beschäftigen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier mal schon was gebaut. Vielleicht zu der Grundidee, also wir werden hier zwei Gebäude haben. Eins links, eins rechts und dann so eine Art Gasse in der Mitte. Und nun habe ich das Erdgeschoss des linken Gebäudes gebaut. So sieht es aus. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass das Erdgeschoss stark durch das Nevaro-Mob von mir, welches ich vor ein paar Wochen gebaut habe, inspiriert wurde. Eben, wir haben hier einerseits diese Schräge, dann gibt es die Slopes, die aus der Wand herausragen. Das Türdesign ist fast eine 1:1 Kopie bzw. eine Kombi der beiden Türen aus dem vorherigen Mob. Genau. Dann haben wir hier auf der Seite so ja, einen Fensterrahmen. Hier kommt ein Poster hin. Die Idee des Ganzen ist, dass das Gebäude ein Kino sein muss. Also ich werde jetzt in diesem Case keine inneren Räumlichkeiten bauen, aber als Attrappe soll es nach einem Kino aussehen. Daneben haben wir so eine Box rumstehen. Diese Box ist dieselbe Box, die ich schon im Nevaro-Mob verwendet habe. Wie habe ich die gebaut? Also im Inneren habe ich eine Konstruktion aus Brick Modified und Brackets. Und dann um diese Konstruktion, diese noppige Konstruktion rumherum, befestige ich verschiedene ja, Tiles, Plates, Wedges, whatever. Und genau, und so entsteht halt diese Box, wie ihr sehen könnt. Der einzige Unterschied an dieser Box besteht darin, dass ich oben statt zweimal vier Tiles zu verwenden, jetzt mit diesen noppigen 2x2 Tiles gearbeitet habe, um auf die Box zwei Figuren draufsetzen zu können. Ich dachte, das wäre mal was Cooles, wenn ich jetzt die Figuren mit ihrer Umgebung interagieren lasse. Neben dieser Box, ganz am Ende des Erdgeschosses, haben wir ja so eine Art Junkfood, Streetfood Restaurant. Also wie ihr sehen könnt vom Stil her, ist es schon sehr stark an diese chinesischen oder japanischen Läden angelehnt. Hier habe ich eben mit Rot und Dark Red gearbeitet. Hinten haben wir gelbe Küchenschränke, um einfach ein bisschen mehr Farbe in das Mock reinzubringen, weil die ganze Stadt ja so grau ist. Drei Sitze vorne und vielleicht das coolste Detail ist dieses Schneidebrett, was sich hier in der Mitte befindet. Darauf befindet sich ein Nigiri, aber es handelt sich um ein spezielles Nigiri, nämlich wir sind da immer noch im Star Wars Universum und dachte ich mir, durch doch eine surreale Farbe für den Fisch auswählen und da habe ich mich für Violett entschieden. Also eher noch ein kleines spannendes Detail. Und natürlich habe ich im Inneren genug Noppen, um dann irgendwann mal einen Koch hinzustellen, ob es sich dann um einen Menschen handeln wird oder um eine Alien-Spezies. Werde ich dann später entscheiden, sobald ich die Figuren bestelle. Und hier an der Seite ist die Wand jetzt flach. Da kommt jetzt der Rest des Moduls hin, also die Gasse und diese Bar, diese Hotellobby, whatever. Das werde ich nächste Woche bauen. So, jetzt gibt es eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Wie immer hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Like das Video, abonniert den Kanal, empfiehlt mich weiter und bis zum nächsten Mal.